Aber dann, falls hier nichts ist, dann muss ich natürlich schon da durch die Monster durch. Hier war doch irgendwie so ein Feld. Ah, das sieht man doch genau. Das ist doch wow. Ein richtiger Hain, so nennt man das, glaube ich. Wow, wie. Monster. Aber das ist doch hier so ein heiliger Baum oder irgendwie so. Oder sind da auch nur Monster? Hä? Was ist das denn? Oh. Oh. You are not welcome here tonight, sir. I regret troubling your rest. My name is Disarde. I am a legate of the Congregation of Merchants. Mev, daughter of Morrigan, daughter of Cardwyn. What is a legate? And what could he want from me? I am an emissary, a representative of my nation. I have come to speak to you about a cure. Of what cure do you speak? You do not show signs of sickness. I am not. But on our continent, many people are dying from a terrible plague. We have named the sickness the Malachor, and none of our doctors have been able to heal anyone taken ill. We have heard talk from some of your people of a cure that is so powerful that it can heal almost anything. You would be. You must share with us the formula. Too many lives are at stake. You come here to my home, and you command me to help you. Arrogance. Renoixe. Please forgive us. I beg your pardon. We have seen so many people die of this affliction. Tierna hach kedachtas. I ask you to forgive these foreigners. They do not know our customs. But their intentions are peaceful. They seek a remedy to heal their people with conviction. And what is the Donegad of our people doing with these invaders? What do you seek in their company? Understanding, Tierna. And to learn for the good of our people. You truly think there is anything the Renaixi could teach of any value? They come here to rape our lands, as did those who came before them long ago. This miraculous cure that we've heard talk of, could you share the formula with us? You are either completely crazed or foul liars. None of this makes sense. But I... Enough! I have lost enough time with your lies and your foolish thoughts. I do not know what you truly want from me, but I will not be used like some puppet. Oh nee. Jetzt müssen wir gegen diese Viecher kämpfen. Was soll denn das? Wieso? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Wieso müssen wir kämpfen? Es ist gescheitert. Wir hatten noch keine Option. Das ging doch alles automatisch, ja. Man hatte keine Auswahloption. Das finde ich aber ein bisschen heftig. Ja. Na gut, vielleicht ist es so vorgesehen, dass wir jetzt. Watch out! Grenade! Oh, jetzt müssen wir wieder das Kampfsystem drauf haben. Ich glaube, ich muss mal so ein bisschen aufpassen. Oh, wie stark sind die? Die sind sehr stark. Das sind quasi... Ah, Mist. Diesen Kampf habe ich nicht gewollt. Mit Sicherheit nicht. Oh. Ah, nee, nee, nee. Okay, den einen haben wir. Oh, die haben es aber echt in sich hier, die Viecher. Da würde ich mich am nächsten Mal fahren. Auf keinen Fall. So.
Ich glaube, wir haben's. Tja, das ist übel. Ja, irgendwas ist da ganz schön schief gelaufen. Das habe ich nicht gewollt. Aber die haben uns angegriffen. Und wir hatten keine Option. Ich hoffe, es ist kein Bug gewesen. Ja, hatte ich mir irgendwie so ein bisschen diplomatischer vorgestellt, hier die Szene. Wir haben es... Ja, was ist denn jetzt passiert hier? Das... Also da ist was schief gegangen. Hole die große Schamanin ein. Achso, die ist geflohen. Meine Güte. Geht der hier wieder. Hole die große Schamanin ein. Ist sie hier oben hin? Ach, da oben. Aber es ist keine zeitkritische Quest, glaube ich. Aber ich denke, ich werde jetzt erstmal nach Norden spurten. Den Fähigkeitenaltar, den hole ich mir ein andermal. Meine Güte. Nee, eine Uhr läuft nicht mit, also... Okay, erstmal ein Safe machen. Dann war das alles so geskriptet, denke ich. Wir hatten ja auch keine Option. Aber wir spurten jetzt. Wir müssen die Wurzeltürpfad... Also mit dem Gewehr waren die Monster halb so wild. Ja, ich dachte, weil wir Siora dabei haben, wird das irgendwie klappen. Ah, nicht, keine Kräuter sammeln jetzt, wir haben es eilig. Sind wir auch auf dem richtigen Pfad? Ja, sieht so aus. Genau, so ein Bergpfad hier rauf. Was haben wir denn hier im Lager? Okay, jetzt schlagen wir natürlich kurz auf. Aus Gewohnheit mehr. Wir kommen doch rauf. Ja, das wäre ganz schön übel hier mit dem Kampf. So, da ist das Lager. Noch mehr Viecher. Ach nee, das sind nur diese anderen Monster. Diese Panzerechsen da, diese... Ja, die wir schon kennen. Ja. Aber ich muss trotzdem aufpassen. Weil... weil die einen Impf machen können. Genau. So, und weil so viele sind. So. So, das sollte... Ah, da hinten ist noch einer? Nee, Moment. Was habe ich denn da gerade gesehen? Nee, das war der noch. Okay. Okay, das hätten wir ja. So, weiter geht's. Nicht zu lange aufhalten hier. Wo müssen wir überhaupt lang? Die Richtung stimmt, aber ich mache nochmal ein Safe. Neun Safe. Sicherheitshalber. Also da müssen wir rauf. Oder was ist das? Oder ist das eine Höhle? Ach, ein Tor? Wow. Cool. Finde einen Weg, den heiligen Ort zu betreten. Also das heißt, hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch. These roots are so interwoven and taut that it's impossible to get through them. Aha, das verwurzelt. Kommen wir nicht durch. Ja. Dann, finde einen Weg. Finde einen Weg. Tja, dann wollen wir mal schauen, was ist denn hier los? Diese Gebilde sind irgendwie auch cool. Ist wahrscheinlich irgendwie so ein Geheimgang, oder? Da ist das Tor.
Oder müssen wir einen Schalter umlegen? Irgendwas geheim. Ah, was haben wir denn hier? Ein Baumstumpf? There is residue. It looks as if something had been placed here. Ach so. She passed through here, there's no doubt about it. But how was she able to get past these roots? This stone stele has something to do with the entry of the grotto. But how? Eine These erörtern. Aha, könnte klappen. Weil die Zahl grün ist. This is obviously island magic. Some sort of ritual. The roots must open if one places the proper offering on the altar stone. I wonder if Ongos, the Voglandaig, will know how this works. Frage Ongos. Über die Passage aus Wurzeln. Ach, wir sind wieder zurückgebeamt worden. Okay, es. Ach, da ist er ja, genau. Okay. Were you able to meet the Tierna Hach Kadaktas? Yes. But to my grave disappointment, she fled before I could expose my arguments. Yes, many strangers have tried to capture her many times. She must have decided you were one of them. Mhm. Okay, sie ist geflohen, weil sie schon oft in Gefahr war von den Renaixa, sozusagen. Genau, wie geht der Pfad? Wie lässt er sich öffnen? I'm once again in need of your assistance. I must take the passage blocked by a door of roots. You had the honor of speaking with my mistress. If she chose to follow the sacred passage, then it is that she had nothing more to say to you. Why would I share with you the understanding of the ritual that protects her? Tja. Drei Optionen. Das Verschwinden der Tierna hart erklären. Einen Vorwand ausdenken. Charisma versuchen einzusetzen. 50-50 Chance. Okay, wir können es mal. Ja, ich probiere es mal mit erklären. Manchmal hilft das ja. Listen, I was able to meet the Tierna Hach thanks to you. But I haven't the slightest clue why she fled in the middle of our conversation. I sincerely believe that there was a misunderstanding. You know that I mean her no harm. If I were simply given a chance to explain, I'm certain that she would understand. You must feed the offering ward to enter into the passage and meet her once again. I need to place a seed on the stone stele, don't I? Yes, you must make this offering. I cannot tell you from which plant it is given, but there is a chance there are more in her dwelling. I will let you enter this one time, but treat her dwelling with respect. I ask you. Thank you for your help. Do not be so eager to thank me. The place you enter is ripe with dangers, as do all sacred places. It defends itself with the wild beasts that it fosters. This passage leads to a forest where the ancestors of the Tierna Hach Kadaktas makes her home. And why should I fear the ancestor? Have stories of the Nadaig been shared with you? In your language, you would call them guardians. No, I've never heard of them. Those who are Donegad draw their power from the island. They are bound to her. They become Sinol Menawi. The more they draw power from the earth, the more of themselves they give her. There are times the bond becomes so strong that they abandon themselves completely and become her guardians. They take the face of a Nadaig who, as long as the island gives them life, watch over her dominion. The Nadaig are big and powerful, and they despise intruders. Aha. Also wir sollen jetzt eine spezielle Pflanze oder einen Samen aus der Hütte der Frau, der weisen Frau, holen. Und Und er hat gesagt, dass sie wohl von riesigen Wächtern, den Naidak, bewacht wird oder so ähnlich. I must leave.
Und es könnte sein natürlich, dass diese Wächter uns erstmal angreifen. Ja, toll. Das kann ja lustig werden. Aber wir sollen erstmal hier die Pflanze holen. Oder den Samen. Die Opfergabe. Wow. Also. Wir sollten vielleicht nur das Questobjekt nehmen und nicht da rumstehlen. Also das könnte man zwar machen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das wäre nicht richtig. Obwohl das Stehlen in diesem Spiel bislang noch nicht bestraft wurde. This plant looks familiar. I saw some not far from here. Unfortunately, it's lost its seeds. I've already come across this flower. It is very rare, even for such an island as Tirfred. Die Pflanze hat keinen Samen. Was haben wir denn hier noch? This bark is covered with little symbols. It looks like some sort of writing. Though I've been led to believe the natives have no written language. The Donegada use these symbols amongst themselves, and only they understand their meaning. It is a secret and sacred language. I cannot reveal to you what the bark contains without breaking my bond. Can you at least tell me if they speak of a passage, a seed? No. I would have told you. All of this is extremely interesting, but alas, it won't help me open the root passage. Mhm. Also das ist doch eine eingeborene Sprache. Also die können wohl doch schreiben. Aber hier ist noch was. Plündern. Nee, das ist eigentlich kein Questobjekt. Aber da hinten ist doch noch was, genau. Hier ist doch was. All these crushed plants in these powders. She must have been preparing a potion. It might be the miraculous remedy. To be so close and yet to have no idea what to do with all this. With more time, I could study all of these components and perhaps... Well, I doubt that Ongus will give us a chance to study this. We need to find the Tiernahach. All of this is extremely interesting, but... Alas, it won't help me open the root passage. Tja. Ich speichere mal. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch... Da hinten ist so eine verdächtige Packung. Ja, ich mach's mal. Kiefernharz. Nee, das ist eine... Ja, ich weiß nicht, ob wir das mitnehmen sollten. Die Axt ist auch nicht so toll. Nee. Ich plündere mal nicht in diesem Fall. Ich weiß nicht, ob das Gefühl, das könnte nach hinten losgehen. Aber wir müssen noch an diese Samen kommen hier. Das gibt's doch nicht. Plündern. Das ist vielleicht das hier? Nee, das ist alles nicht. Ah, was soll man denn jetzt tun hier? Doch, da ist doch noch was. Es muss noch ein... Da ist doch noch was Gelbes. Hab ich gar nicht gesehen. An diesem Geweih, genau. This looks like a collection of skulls from various animals. I wonder what purpose they serve. These skulls symbolize the animals. Through some rituals, we greet them. We thank them for feeding and dressing us, so that the next hunting season, they will once again give us the weak amongst their herds. I don't see any seeds here. The only clue we have is this plant. Let's try to find some other flowers. It might be their seed that opens the passage. Finde eine samentragende Blume in der Nähe des Dorfes. Aha, okay, das heißt, wir müssen also selber suchen. Und zwar, die so aussieht wie Rosen. Ja, fast wie Rosen. So ähnlich. Ja, doch, kann man sagen. Ja, dann. Auf geht's. Aus Respekt habe ich hier nicht geplündert. Haben wir ein Suchgebiet. Ah. Also ganz so schwer machen es... Also ganz so schwer machen es dann einem doch nicht. Also im südlich des Dorfes. Hat der noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Ongos. What do you want, Renaixi? Nee. I must leave. Kein Tipp mehr.
So, das heißt, wir müssen so ganz woanders hin. Wo ist denn dieser rote Punkt? Manchmal sieht man den gar nicht. Ach, der war hinter der Lupe, okay. Wir müssen nach Süden. Genau, um den Teich. Genau. Mhm. Die Richtung. Dann haben wir wieder so ein paar Viecher. Aber wir müssen mehr so in die Richtung. Mehr so um die Ecke nach links. Das sind da. Ach, Steine. Ich dachte schon, das wären irgendwie Riesenmonster. Das sind diese komischen Steine, oder? Ich gehe trotzdem mal in den Schleichmodus. Irgendwie könnte es sein. Ist es das? Nee. Das war Baumharz. All these flowers. Perhaps this is where the Tiernahar Kadaktas finds the seeds that we're looking for. Perhaps, but this flower is usually rare. I've never seen such a great number of them in the same place. Hm, wo denn? Ach, dahin? Ja, das könnte es sein. Ja, genau. These flowers are similar to those we found in the dwelling of the Tiernahach. And they bear seeds. Those are the offering seeds we need to open the root passage. We should go try them. A seed to part the roots. I'll admit that it is poetic, but completely defies all logic. We have what we need. Let's go back to the stone stele. Poetisch, aber unlogisch. Gut, mach nochmal ein Safe. Irgendwie das Gefühl, das sind alles ganz wichtige Stellen hier. Deswegen, so. Wir müssen jetzt genau zur Passage. Und genau, auf dem Weg dahin könnte ich eigentlich noch den Fähigkeitenaltar mitnehmen. Genau, dann würde ich sagen, dann melde ich mich wieder, wenn ich an der Passage bin. Macht ja jetzt keinen Sinn, wenn ich das Ganze nochmal hier, den ganzen Wege nochmal entlang renne. Genau, dann sage ich mal, bis gleich vor der Passage. Bleibt dran. Ciao.